Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo 5 Guardians. In der letzten Folge sind wir mit dem Master Chief ja Cortana ein ganzes Stück näher gekommen, obwohl der ewige Wärter versucht hat, uns aufzuhalten. Und mit Spartan Logue sind wir jetzt auf St. Helios gelandet und, naja, wie soll ich sagen, wir haben eine Mission, die es nicht gibt, wenn etwas schief gehen sollte. Aber im Moment ist ja noch nichts schief gegangen. Das heißt, wir haben noch nicht wirklich Probleme. Zumindest Logue hat noch keine Probleme. Weil wir können ja schlecht welche kriegen. Aber wie auch sonst schauen wir uns um. Und ja, das wusste ich noch, dass hier oben so ein Ding liegt. Deswegen bin ich hier direkt mal hingegangen. Ein altes Sanghili-Schwert. Schon mehrere Jahrhunderte alt. Da ist eine Erschaft. Ja. Und der kleine Trick bei den Schwertern ist, im Prinzip kriegen wir nur übersetzt, was die Inschrift besagt. Also es ist nicht wirklich eine hilfreiche Information. Stark ist, wer die Schwäche des anderen kennt. Wie gesagt, nicht wirklich hilfreich. Weil das, Was sind das für Gebäude? Sonayon, da ist der Wächter zu finden. Wir brauchen Unterstützung, wenn wir in die Nähe wollen. Wir brauchen die Schwerter von St. Helios. Und das heißt, wir brauchen den Gebieter. Das war schon vorher klar, dass man die Schwäche der Gegner kennen sollte, bevor man sie angreift. Wenn ich mir überlege, dass wir mal da hinten ankommen werden vielleicht, nur um an den scheiß Wächter ranzukommen, mit dem wir dann auf denselben Planeten springen dürfen, auf dem der Master Chief gerade ist. Oh. Da möchte ich mit dem Spartans nicht tauschen, was die an Kilometern zurücklegen. Wieder nix. Da habe ich aber trotzdem gerade noch was gehört. Da links von mir ist irgendwo was. Nein, Schlaus, ich weiß noch, wo das ist. Da oben nämlich. Oder vielmehr hier unten. Wo ist er denn jetzt? Da in der Ecke. Augen auf. Dann sehen wir es auch. Stellt sich nur die Frage, mit wie vielen er sich hat, geschlagen hat. Wenn es nur zwei gewesen sind, dann war der Kampf nicht sonderlich, wäre der Kampf an sich nicht sonderlich schwer. Und dass er den verloren hat, bedeutet im Prinzip nur, dass beide deutlich besser gewesen sein müssen als er. Wenn es mehrere waren, war er auch schlecht, weil da lag ja nur er. Allianz-Streitkräfte. Gehen wir nach oben, wenn wir können. Ah ja. Für die Allianz werdet ihr jetzt sterben. Stirb! Ach, das Problem ist, man kann sich bei denen hier halt nicht anschleichen, weil die ganze Zeit unsere netten Teamkollegen die schlauen Ideen haben, einfach in die Gegner reinzulaufen. Nett von Ihnen, dass Sie uns einen Willkommenswagen schicken. Lassen wir die Waffen sprechen. Haben wir das schon mal nicht getan? Aua. Ach, Elite, hau ab. Nein, die Granate ist nicht ganz daneben gegangen. Aber trotzdem schlecht gewesen. Alter. Das frisst ja erstmal Blei. Wie sonst auch. Hier, schenke ich euch noch. Treffer im Laufen. Oh. Halt doch mal deine blöden Kugeln. Der Schummel. Hau ab! Ich liebe es einfach, diesen Ground Punch ein bisschen einsetzen zu können, aber leider ist das ja nicht immer der Fall. Ja! Schnauze. Hm.
Was? Menschenkind, beste Beute? Du solltest mal überlegen, wovon du sprichst, Junge. Da oben waren noch welche. Versteckt euch doch nicht wie Feiglinge. Aha, toller Witz. War das das jetzt oder kriegen wir noch mehr Besuch? Ach, die Frage ist auch so blöd. Oh nein, das reicht nicht. Ach, shit. Wow. Passt auf das Geschoss. Ach, was du nicht sagst. Ach, hier. Ich kann es ja mal versuchen, dich zu verstecken. Ob das so eine gute Idee ist? Sitzen da drin, Elite? Ja, natürlich, Elite. Aua. Die nerven mich ganz schön, diese Grunts. Hey. Oh shit, wir haben keine Granate mehr. Ha! Mit dem Headshot rausgeschossen. Und du platzt jetzt. So. Gesichert. Das ist immer das Lustigste am Nadelwerfer. Ich tausche die Waffe mal. In meiner anderen ist leider nicht mehr genug Munition drin. Auch wenn das schöner gewesen wäre, wenn ich die hätte behalten können. Dann wäre mir das Kampfgewehr dann ja deutlich lieber gewesen als der Sturmkarabiner der Allianz. Aber leider haben wir ja nicht unendlich Munition dafür. Da wurde ein Pfad in die Klippen geschlagen. Ja. Oh. Da sind welche. Schwerter von Singen. Ja. Die Allianz muss sie überrascht haben. Was war das? Ein Grabgebet der Senghili. Krieger bei Geburt, Krieger im Tod. Nett. Die Sprache kannst du mir gerne beibringen. Der Gebieter ist ein Verbündeter. So wie ich das sehe, sind diese Toten unsere Brüder. Sehe ich genauso. Zeit für Vergebung. Ah, mehr oder weniger. Wenn dann Brüder im Geiste. Vom Körper her ganz bestimmt nicht. Die Höhle erweitert sich hier. Halte die Augen auf. Scharfschützen, auf dem Kamm da vorn. Bleibt in Deckung, bis wir nah genug ran. Sagt er immer so leicht. Jetzt muss ich die Dinger, ihr Typen, erstmal suchen wieder. Wo seid ihr denn, meine kleinen Freunde? Hoffentlich killen die uns nicht mit einem Treffer. Das wäre scheiße. Geh doch mal weg jetzt da unten. Ich halte hier nach den Snipern Ausschau und ihr geht mir auf den Pinsel. Ach, das hat noch gereicht. Da oben saß einer. Treffer! Ja, schön. Den habe ich auch schon gesehen. Jetzt komme ich, Junge. Der Krieg ist nicht vorüber, ihr lebt ja noch. Wollt ihr sich hinter dem Plasmaschild verstecken? Das gibt's ja nicht. Den Trick habe ich nämlich in einem der alten Halo-Teile auch schon ein paar Mal ausprobiert und. Oh. Vorwärts ist alles. Die Rampe zur Rechten. Und ein paar Mal da schon für mit meinem Leben bezahlt, aber das werde ich nicht wiederholen. Ey. Da ist noch was rechts. Geht weg. Hier, die habe ich noch übrig. Eine Granate sollte sie raus. Ja, wenn du noch eine hast. Oh oh. Ach, ich habe erst gedacht, das wäre ein Selbstmörder. Zu früh gefreut. Ah! Hier. Nadeln. Alle umsonst. Obwohl, ne, stimmt nicht. Die kosten ihm sein Leben. Hier. Immer noch mehr Nadeln. Mach ich euch zum Nadelkissen hier. Schade, dass der Nadelwerfer so wenig Munition hat. Eigentlich. Ah. Ui. Ah, bin weggeplatzt. Nach Mann. Bumm.
weicht er einfach aus. Wir setzen ihn jetzt mal ein bisschen häufiger ein, wenn mir das schon einfällt, ihn zu benutzen. Die Granaten kullern alle weg. Voll die Schweine, lass uns einfach in Ruhe hier. Hä? Schnell nachladen. Ach, da sind welche. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum auf meinem Radar noch... Jetzt, sag mal! Na schön. Ich hau jetzt ab. Ab durch die Wand! Osiris, aufteilen! Schieß nicht so dumm. Wah! Wah! Hey, Vale, lauf nicht weg! Vale, komm hoch! Es geht nach oben! Hoch mit dir, Lok! Den hab ich gesehen! Da! Blöde Scheißgranate! Penner! Ich versuch mal ein bisschen zu snipen hier und alles wegzukriegen, was irgendwie drin ist. Steht unter Feuer. Doch. Und Attacke. Da pinkt noch was. Ich glaube, ich weiß auch noch, wo das ist. Da holen wir uns aber gleich, wenn wir die hier aus dem Weg geräumt haben. Na toll. Ja. Ui, da hat er aber Abflug angelegt. Portal erledigt. Sitzt denn da dran? Ein Grunt? Ja, nur ein Grunt. Das ist ja schön. Mal nicht so viel arbeiten mit, so, mit den blöden Viechern. Und... Hit! Schön in die Schnauze. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Ist tot. Ui, hinter mir. Ja. Bin oben auf dem Kamm. Hier ist ein Ausgang. Spartans. Ja, das ist der Weg, den ihr sucht. Bleibt in Bewegung. Oh shit. Vorne, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ah, blöd. Ah. Und du auch. Welch ein Wunder, nicht wahr? Ich hab manchmal das Gefühl, dass die Ping, weiß. Ich höre etwas, aber ich sehe nichts. Ist das unter mir irgendwo? Und ich bin abgerutscht. Toll. Und da war das Ding, was ich gerade gesucht habe. Wieder nach oben. Können wir nicht eigentlich auch? Nee. Müssen wir über die Brücke hier. So. Ah, guck mal, hier steht jetzt noch was. Ja, hab ich. War dir das lieber? Da ist noch ein Schlag drauf. Ich glaube immer das Allianz-Sniper-Gewehr von denen. Das brauchen die sowieso nicht mehr. Wie komme ich denn da jetzt runter? So vielleicht. So. Kundschaft im Angriff. Patrouille 3. Es war ein Hinterhalt. Wiederhole. Ein Hinterhalt der Allianz. Schickt Verstärkung. Tja, die Verstärkung scheint nicht angekommen zu sein. So. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch noch eins. Das holen wir uns auch noch eben, bevor wir weitergehen. Wenn ich denn jetzt wieder zurückkomme. Oh Gott! Verdammt! Au! Au! Ist irgendwie nicht mein Tag. Egal. Laufen wir den Weg halt nochmal. Blöder Mist. Jetzt halte ich doch fest. Geh aus dem Weg. Zum Glück weiß ich ja noch, wo das Ding sitzt. Deswegen können wir uns das auch einfach schnell holen. Naja, was heißt schnell? So, wenn ich nicht wieder 5000 Mal runterfalle, wie bei meinem ersten Versuch. Das Ding dran zu kommen.
toll. Und wieder nach ganz unten. Ach, komm schon. Ich will nicht. Immer falle ich da runter, ey. Schweinerei. Mann, oh Mann. Gibt's doch nicht. Jetzt aber. Ey. Er hält sich nicht fest. Dürfte ich jetzt hier bitte hoch? Na, geht doch. So, hol ich das Ding. Auf mein Zeichen. Da. Ah, wieder ein Schwert. Die Sonnen wärmen jene verdecken, die sich in ihrem Schatten verneigen. Tja. Wenn er das sagt, wird das wohl richtig sein. Ich weiß ja nicht, was du oben willst, aber wir gehen jetzt weiter. Alter! Menschen sind da. Du hast eine Schraube locker, Junge. Mit Bande gespielt war die Granate. Au! Oh, hey! Der cheatet. Das kann ich auch. Er sprengt sich erstmal selbst. Hau ab! Ach, ich wollte Granate. Leute, ihr könnt ihm doch nicht die Granate gegen das Schild speisen. Die Allianzler tun, als hätten sie den Gebieter bereits besiegt. Wenn wir den Gebieter verlieren, wird es schwierig, den Wächter in Zunayan zu erreichen. Ach, ihr denkt auch wieder nur an eure eigenen Vorteile. Aufmunitionieren. Ja, wenn du was findest, wo du Muni rausnehmen kannst, bitte. Diese Sengheli-Ruinen sind älter als die Allianz. Sie waren schon antik, als die Menschheit die Pyramiden baute. Ja, die Eliten sind ja auch ein bisschen fortgeschrittener als wir gewesen. Radis kommen angeflogen. Wow. Benehmt euch normal, vielleicht bemerken sie. Ah, toller Witz. Die Alis glauben wirklich, dass sie gewinnen können. Wenn sie den Gebieter töten, stimmt das vielleicht sogar. Ja, wenn sie den Gebieter töten. Aber deswegen sind wir ja hier. Wir wollen ja nicht, dass er getötet wird. Datenpad. Historos neu formieren. Aber meine Brüder wollen lieber in überstürzten Angriffen auf die Schwerter von Sengelios sterben, als die Schande eines taktischen Rückzugs zu ertragen. Hm. Tja. Schande eines taktischen Rückzugs. Ich weiß nicht, ob man das Schande nennen kann. Weil sich taktisch zurückzuziehen, ist ja was anderes, wenn man einfach nur davonläuft. Ein taktischer Rückzug ist ja um sich wieder zu formieren und klar zu machen, was man jetzt eigentlich als nächstes vorhat. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Mache ich sofort. Wir gucken uns trotzdem nochmal eben hier um. Wir gehen da jetzt noch eben runter. Den habe ich beim ersten Mal nämlich überhaupt nicht gesehen. Da hat mich Buck nämlich auch darauf aufmerksam gemacht, dass hier eine kaputte Wand sein soll. Und dann war hier keine Wand, sondern der Boden kaputt. Das hat mich am Anfang dann ein bisschen sehr verwirrt. Tauschen wir mal. Ich will ja ein volles haben. Das Gebäude kriegt schwer Wasser. Die Räume des Konzils der Ältesten. Laut Marquis ist der Gebieter dort. Ja, da gehen wir gleich hin, nachdem wir das Datenpad aufgesammelt haben. Das heißt, er ist jetzt nachts hier reingeschlichen, hat die Ruinen hier untersucht. Um was zu tun? Mann, ich muss manchmal die Allianz echt nicht verstehen. Ab durch die nächste Wand! So. Aber wir sind leider auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Das heißt,
Wir werden erst sehen, was passiert, wenn wir da hochgehen. Und zwar nächste Folge. Und dann verabschiede ich mich hiermit. Macht's gut. Ciao.